Könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Ja, es gibt gute Neuigkeiten, der Park ist unglaublich geil und den gibt's auch und der existiert tatsächlich, aber die schlechte Neuigkeit ist, dass wir Zufall haben, dass wir überhaupt hier reinkommen, weil er erst um 18 Uhr erst aufmacht. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen essen gehen, ein bisschen chillen, hier ein bisschen Anheim uns geben und dann noch eineinhalb Stunden noch hier, ja, uns einen runterholen. Ich würde dich mal rücken. Du bist für eine Mist. Hauptbahnhof, gute. Hauptbahnhof muss man dann mal, Hauptsache Hauptbahnhof abchecken. Dann ist bestimmt Spot. Aber wir stecken hier mittendrin. Mal sehen, wo ich jetzt. Wollen wir sehen, wir müssen eigentlich hier rauskommen und dann genau. Genau, Central Station muss kommen, eigentlich. Sie Kerem Amanakuim. Digga! Soll ich Olli machen? Was? Du musst Olli machen nachher. Wir haben überhaupt keinen Stress. Ja. Wettbewerbsstress gibt es nicht. Nö, gehst du einfach erst. Ja. Es ist wunderschön. Aber habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie gemacht. Das haben ja, zu 90%? Ja, es ist ja so viel Arbeit. Wie unsicher gar nicht? Man weiß gar nichts? Ja, es gibt kein Geld mehr. Also, ah, okay. Und dann, das beeinflusst ja alles. Da hat man auch keine Freiwillige, man hat eigentlich keinen Zweck, um weiterzumachen. Richtig. Weil man weiß nicht, ob es eine Zukunft gibt. Ja. Wie kann man helfen? Was kann man noch machen? Also was eigentlich ist, nichts. Gibt es Spendenaktionen, bitte, das braucht man alles nicht. Nee, auch, ne? Weil es gibt so viel Unsicherheit über das Gebäude. Ach so, ja, weil es nicht ist. Es könnte morgen verkauft werden. Ah, okay. Ja. Und so geht es auch mit Sponsoren. Ich meine, vielleicht wäre Red Bull interessiert. Haben die Geld genug? Ja, oder Nike oder so etwas. Aber wenn man nicht sagen kann, nicht Garantie hat, dass es uns über 2 Jahre noch immer gibt, ja, dann bekommt man auch kein Geld einfach. Verständlich. Wir gehen nicht ein Skatepark bauen von 200.000-300.000 Euro, wenn es nicht eine Garantie gibt, dass es das über ein Jahr noch immer. So ist. Ja. Hier sehen wir uns, das war der Herr und jetzt ist, ihr wollt natürlich das sehen, ihr wollt sehen, wie schön es aussieht, hier ist es. Alter. Das meiste, das wurde gebaut, so mit 2-3 Leute, so über 4-5 Monate, so ungefähr. Echt? Ja. 2-3 Mann und dann? Ja. Oh, ordentlich fleißig gewesen. Ja. Jung. Schon sehr, 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 sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja. Eigentlich ist alles neu. Ich bin sehr gespannt. Ganz wichtig, ihr könnt nicht einfach hierher fahren und hoffen, dass die Halle auf ist, denn es gibt keine Öffnungszeiten, nee. Keine offiziellen, sondern was soll man machen? Einfach machen auf Instagram? Instagram, wir sagen jede Woche, ob und wir dann aktuell bleiben. Sind. Meistens, und wann, meistens und ist das freitags oder Samstagabend. Ah, okay. 6 bis 11. Also. Eigentlich nur Skateboarding. Habt ihr auch gehört, das ist wahrscheinlich auch euer Ziel hier, einfach nur Skateboarding. Freitag, Samstag ab 18 Uhr, ihr müsst ja auch ein bisschen vorbeikommen. Dauert 2 Stunden ab der Grenze nach hier, also seid herzlich eingeladen, Freitag, Samstag und guckt euch das Feeling hier an von diesem wunderschönen Ding hier. Es ist, ja, kann man hier rumhängen, kann man hier beichten gehen, falls man den einen oder anderen Drehflip nicht gestanden hat, muss man direkt hier zum Beichtstuhl und dann sagen, ja, sorry, kein Drehflip heute, verlorener Tag. Ja, hier ist Beichten, Alter, hier. Hey, ich hoffe, ich muss da nicht reingehen. Ja, man muss auch beichten, wenn man halt ein paar Tricks nicht gestanden hat. Da muss man halt, ne, dann rein und dann, ja, sorry, was kannst du nicht? Ich kann kein Drehflip. Oh, fuck. Die Location ist der Hammer. Ich fühle mich richtig wohl hier, muss ich sagen.
Allein schon diese, ja, wo gibt's sowas? Das gibt's nirgends auf der Welt, glaube ich. Das ist die einzigste Skatekirche, die es weltweit gibt. Es ist ein Kunstwerk. Es ist unglaublich, wie das aussieht. Es ist echt sensationell. Das ist auf jeden Fall meine Religion, Skateboarding. Richtig korrekt hier, die Leute, richtig korrekt. Holland! OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nice, sag mir, wer ist dein Dealer? Poppen so smakelig, manche sind Dealer. Yeah, yeah. Hast du es noch nicht gehört in der City? Yeah, yeah. Weiß, sind Tobi, ich muss hustlen, you will. No Scribe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.